Frieda. Frieda. Frieda Eigenporträt mit Riesenvogel. Ah, das ist es. Ich habe mich schon gefragt. Also ein bisschen. Okay, hi. Wir versuchen gerade mal wieder ein vernünftiges Intro zu bauen. Ja, der Versuch wird's bleiben. Aber Johannes kann das viel besser als wir. Es geht auf alle Fälle mal wieder also es geht mit und überhaupt Tiere, die ausgestorben sind. Riesenvögel. Zeugs. Aber das sind jetzt Beispiele von europäisch bedingten Ausrottungen. Aber man sollte deshalb vorsichtig, das ist ein Punkt, den ich auch sagen wollte, wir als Menschen insgesamt haben da schon Historie. Also ich habe das festgestellt, dass da in unserem Video einfach jemand gepupst hat. Hat da jemand gepupst? Ich glaube schon. Oi, 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 Aber Philipp, wir reden eigentlich über ein total ernsthaftes Thema. ja, aber zum 15. Mal. Aber trotzdem mit neuen Aspekten. Aber ja, da hat jemand gepupst. Die auch jenseits des europäischen Kontinents und ihrer BewohnerInnen funktionieren, leider. Und gehen wir mal zum nächsten. Das ist also ein Standard-Feature von Menschen. Ein bisschen schon, denn auch woanders ist das passiert. Ja, also es ist nicht nur so, dass wir haben da sicherlich als von Europa stammende Menschen einen gewissen Highscore. Aber Also fest steht, dass die Europäer am meisten Tiere eingesammelt haben. sowohl eingesammelt als auch wirklich umgebracht. Also wir sind schon ganz schön gut darin, Tierarten. Aber das heißt nicht, dass es nicht trotzdem woanders auch passiert, was man nicht unberücksichtigt lassen. Und hier ein Beispiel, auch ein tragisches Beispiel ist, als im 13. Jahrhundert die ersten Menschen aus Polynesien nach Neuseeland kamen, da gab es noch neun Arten von Moas. Ich weiß nicht, ob alle Moas kennen. Moas sind wirklich richtig, richtig, richtig große Laufvögel. Moas sind faszinierende Vögel, große, flug- und fähige Laufvögel. Und sie gehörten zusammen mit den ebenfalls ausgestorbenen Elefantenvögeln Madagaskars. Sag mal, hat er gerade wirklich Elefantenvögel gesagt? Elefantenvögeln. Den größten Vögeln der jüngeren Gegenwart. Einige Arten konnten bis zu 2 Meter groß werden. Ich bin sauer, Warum? weil da Vögel sind, die größer sind als ich. Selbst mit Absatzschuhen. Selbst mit Absatzschuhen und meine sind wirklich hoch. 18 cm ohne Plattform. Siehst du? Ah nee, das war ein anderes Maß, warte. Und ich wollte gerade sagen, dass man in diesem Video so viel nützliche Informationen lernt. Moas lebten ausschließlich auf Neuseeland, sind aber nicht, wie man vielleicht erwarten könnte, mit anderen flugunfähigen Vögeln von dort verwandt, wie zum Beispiel mit dem Kiwi oder dem Kasuan, sondern mit den sogenannten Steißhühnern aus Südamerika. Das ist der Kiwi-Kasuan Dance. Ist er das? Ja, und das, obwohl die nicht damit verwandt sind. Nee, nicht verbusselt und verbannt. Nee, nee, sondern der Moa, das Moa, nee, der Moa, ne, ist verwandt mit irgendwelchen Steißhühnern. Und die Steißhühner müssen dringend noch. Au! Da tut was weh an meinem Steißhuhn. Ich Okay. habe ein Steißhuhn. Also ich will einfach nochmal sagen, ich finde, die sollten ein bisschen an ihrem Namen Ich habe ein arbeiten. Steißhuhn, ein wildes. Danke für die Info, Manche haben Philipp. Rücken, manche haben Steißhuhn, manche haben Schweißfuß. Und dann hätten wir auch das geklärt. Kleine, ja, hühnerartige Vögel, die auch noch fliegen konnten. Die beiden Linien haben sich wahrscheinlich vor rund 60 Millionen Jahren oder so voneinander abgespalten. Als die ersten Maori auf Neuseeland ankamen, gab es noch rund 9 Moa-Arten. Diese sind aber dann relativ schnell ausgerottet worden, wahrscheinlich innerhalb weniger Jahre, allenfalls ein paar Du, Jahrzehnte. das erinnert mich ein bisschen an die Stellersche Seekuh. Ein bisschen. Vielleicht ein bisschen sehr. Ein bisschen sehr. So schnell, dass Moas nicht einmal mehr groß in den Mythen der Maori auftauchten. Sogar also die ersten Menschen oder die Maori konnten sich im Nachhinein nicht mehr an die Moas erinnern. So schnell sind sie dann verschwunden, nachdem die Menschen einmal dort gewesen sind. Ja, der sieht groß aus. Ja, das ist jetzt eine Rekonstruktion, genau. Also hier so. Aber wir haben auch noch welche, wir haben auch Moas bei uns noch im Museum stehen, also weil die Lagen noch Okay, die ganz Linderung. über den Happen bekommen. Wir haben auf jeden Fall ein Splatter bei uns stehen. Und die Moas waren auch relativ einfach zu jagen, natürlich, für clevere Menschen. Und heutzutage gibt es keinen einzigen Moa mehr auf Neuseeland. Also, das ist nur ein Beispiel dafür, dass wir als Menschheit insgesamt schon lange vor moderneren Zeiten auch schon Aussterben verursacht haben. Und möchten aber deutlich nochmal machen, Europäer sind ganz besonders gut. Letzter Highscore. Ne? Ja, aber wir sollten uns mal bewusst werden, als Menschen haben wir fast immer überall Impact. Es gibt auch kaum eine
Region, wo wir als Menschen nicht hingekommen sind im Laufe unserer Menschheitsgeschichte und haben nicht mal irgendwie ein bisschen Ärger gemacht, was die Fauna betrifft. Ja.